Ist ein bisschen wüst, alles klar. Aber es ist erstmal alles drin, was rein muss. Hier kommt ein Standardmülleimer hin, weil hier würde der andere überhaupt nicht gut aussehen. So. Kaffeemaschine und so weiter brauche ich hier gar nicht drin, weil die wird eh nicht genutzt. Dann können wir es auch weglassen. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus, ne? So als Weiterbildungsstätte bestens geeignet. Super. Dann hätten wir erstmal für die Grundfunktion fast alles. Wir müssen natürlich noch einen Assistenten einstellen. Tja, was haben wir? Wir haben hier Klassenclown lustig und wir haben hierfür deutlich teurer. Der hat schon Weiterbildungsplatz. Wir stellen einfach beide ein. Was soll denn der Geiz, ne? Oh. Und die kriegen. Ach, was mache ich denn hier für einen Scheiß? Puzzle. Oh. Habe ich denn hier wieder gemacht? Mann, 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 wenn man nicht dabei ist, weißt du? So, du hast Marketing ohne, das heißt, du kriegst Zitrone und du kriegst Aubergine. Nee, hier, komm, rot. Alles klar, dann haben wir die auch. Und wir können ja schon mal anfangen lassen zu laufen. Und du könntest ja schon mal eine Weiterbildung kriegen. In Marketing 2, da habe ich natürlich noch keinen vernünftigen Ausbilder, aber bitte sehr. So. Von den Hausmeistern, was können wir denn da gebrauchen? Ja, dich auf jeden Fall. Für dich auf jeden Fall. Nee, was hast du denn? Nee. Brauche ich nicht. Ja, der ist natürlich insofern Multi, aber das ist A zu teuer und B kann ich mit dem nichts anfangen. Im zweiten Schritt rufen Sie ein Sondereinsatzkommando der Polizei und bestehen auf den Einsatz von Tränengas gegen diese Hooligans. Richtig. So, dann basteln wir den mal eben hier so einen Kackraum hin, weißt du? So einen ganz einfachen, weißt du? Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Bitte befinden Sie sich wohl. Wo ist denn mein Gurkenschnapp hier? Der Möhren, da ist er. So. Blume links, Blume rechts. Der hat Schlangenkörbchen. Zack, dann haben wir auch den Raum bereits. So, du bist der erste Patient. Du bist Nummer 1. Ja, wir haben schon 21.000 Verlust gemacht. Wir sind auf einem guten Weg. Wir folgen ihm mal, ne? Station benötigt. Alles klar, wir machen mal auf Pause. Warum haben wir denn hier Platz für eine Station? Hier ist nirgendwo Platz für eine Station. Scheiße. Ich weiß ja auch nicht, wie groß ein OP oder so wird. Da bleibt ja fast nichts anderes übrig, ne?
Ja, mit sowas kann ich nichts anfangen. Hier ist nichts bei, womit ich was anfangen kann. Ja, der ist natürlich super mit Marketing, aber mit dem kann ich auch nichts anfangen. Mit dem kann ich was anfangen. Den kann ich zu irgendwas ausbilden. Da weiß ich aber noch nicht was. Kein Geld, keine Behandlung. So sieht's aus. Ich habe leider das. Die fangen aber früh an mit diesen teuren Bauten. Wir haben womöglich zu viele Ärzte. Was? Das kann doch gar nicht sein. Also, die ist aber auch schon ganz schön teuer, wobei die natürlich ziemlich geil ist, ne? Aber... Ach, weißt du, wir lunzen das Geld einfach raus. Ja, das mit dem Geld sieht nicht so gut aus. So, du musst einmal Stationsverwaltung machen, bitte. Das heißt, du bist ja die hier, genau. Du kommst da nicht, da nicht, da, 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 da. Frakturstation, ob wir eine brauchen, weiß ich nicht. Chirurgie. Nee, nee, weiß ich noch nicht, was du brauchst. Blassgrün. Ja, ich weiß, ihr braucht noch Sitzplätze, ne? Die sind alle auf Station. Na, hoffentlich bist du bald ausgebildet. Oder noch besser, vielleicht kann ich ja doch noch jemanden einstellen. Nö, natürlich nicht. So. Das nicht. Bilde dich zur... Hier, Dings. Dings aus. Du weißt schon, Dings. Dings. Farbe ist dann grün. Ja, es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr sterbt nicht gleich. Hausmeister sind für Reinigung und Reparatur zuständig. Nicht aber für das Lösen mathematischer Probleme. Warte mal. Du kriegst mal ganz kurz die Stationsfreigabe. Und ich nehme dich mal, weil es kurzfristig ist, hier rüber. So. 6 Leute für Station. Na gut, dass ich eine große gebaut habe. Wa? Macht uns zwar pleite, aber egal. Was willst du machen? Wo warst du denn, Niklas? Hast gar nicht Tschüss gesagt. So, dann einmal hier hin, alles klar. Die Schüssel bestrafen. Gab's Pudding?
So, wie sieht's denn aus? Immer noch nicht fertig. Sie hören Nigel Bickleworth auf Radio Two Point. Hier ein weiterer Grund, den Flughafen der Turifälle zu meiden. Man ist dort diesen nervtötenden Jüngern der Orbi-Stiftung ausgesetzt, ja, die Flugblätter verteilen und diese verfluchten Mantras singen. Die Behörden sollten wirklich etwas gegen sie unternehmen. Sehe ich auch so. So, du brauchst mal eben eine Ausbildung, Weiterbildung im... Warum gibt es denn hier keine Apothekenausbildung? Wieso gibt es denn hier keine Apothekerausbildung heute? Irgendwas stimmt doch hier wieder nicht. Die Preise sind nicht verhandelbar. Und Chirurg. Ja, gut. Haben wir einen. Oder brauchen wir hier keine Apotheke? Müssen wir gleich eine Chirurgie bauen? Ich weiß das doch nicht. Das Krankenhaus hier ist aber auch kacke. Was willst du denn hier reinbauen? Na, ich weiß nicht. Wo ist denn die Chirurgie? Ja, das machen wir zur Chirurgie. Ja, hier ist ein Geist oder so. Kriegen wir alles hin. Mal schnell eingerichtet, dann ist ja alles in Ordnung hier. Und wie ist es Zeit für Bickleworth Bewertungen? In dieser Woche stieg ich im Grand Hotel Deponia in Sweaty Palms ab. Ich blieb während meines gesamten Aufenthaltes natürlich inkognito. Was vermutlich den entsetzlichen Service erklärt, den ich dort erleben musste. Zack. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum keiner der Gäste mehr als eine Stunde geblieben ist. Ein Stern für die sehr originellen Latex-Bettlaken. Ein Stern, alles klar. Lerntempo ist in Ordnung. Kostet aber weniger. Hat nur Stroh im Kopf. Will mehr Geld. Naja, gut, dass ich den nicht genommen habe. Assistenten interessieren mich eigentlich aktuell nicht so sehr. Du könntest noch gebraucht werden. Du wird schnell müde, will mehr Pausen. Ne, dich will ich nicht haben. Ach, stets verliebt sich ständig neu. Können wir gut gebrauchen. Das hier wäre ein behandelnder Arzt, das ist aber doof. Den kann ich nicht gebrauchen. Oder Diagnostik. Ja, aber das ist blöd hier. Nee, das ist nicht so schön. Ja, wir hatten heute Sauerbraten. Gut, wir haben ja mittlerweile viel Personal. Dann wollen wir doch mal.
Hausmeister. Dann mach du mal bitte hier den Geisterjäger. Tut mir leid, dass ich dafür so viel Geld ausgeben muss, aber wir brauchen einfach einen. Und ja, alles klar. Und schaffe 90 Tage ohne Todesfall. Das werden wir bestimmt nicht hinkriegen. So, du bist ja sowieso schon von vornherein. Das heißt, dich packen wir nicht hier, nicht hier, nicht hier hin, sondern Frakturstation. Und da muss ich mal gucken, ob der Chirurg eine eigenständige Ausbildung braucht. Also jetzt nicht der Chirurg im Sinne von Arzt, sondern der Chirurg im Sinne von Krankenschwester. Digga. Das Krankenhaus hat Schulden. Wie konnte das denn passieren? Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Warte mal, wir können doch bestimmt einen Kredit aufnehmen, oder? Wir werden von einem Promi besucht. Sehr gut. Kommt noch ein Teppich hier rein. So eine ganz billige Absteige, weißt du? So eine ganz billige. Na gut, vielleicht machen wir hier noch ein Lavalicht rein und hier sowas an die Wand. Dann haben wir wenigstens Stufe 3 und dann können wir mal gleich mit einer Marketing-Kampagne starten. Wir haben ja einen, der im Marketing arbeitet. Wie schaut's denn aus? Haben wir große Wartezeiten? Hoffe ich nicht. Nicht, dass wir so wenig Krankheiten haben, aber anscheinend. Brauchen wir wirklich keine Medikamentenstation? Das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt neu hier bei Cheesy Gubbins. Gubbins mit Doppel-Cheesy-Geschmack. Wer braucht neue Ideen, wenn man stattdessen mehr Käse haben kann? Cheesy Gubbins präsentiert Doppel-Cheesy. So viel Käse. Direkt aus den Wolken. Das ist Radio 2 Point. Tja. Haben wir noch ein bisschen Geld? Dann würde ich gerne noch hier... Ne, Forschung kann ich schon gar nicht mehr bauen. Na super. Vielleicht eine kleine Kardiologie. Nee, vielleicht auch nicht. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache Verlust. Kann das sein? Ein bisschen. Naja, ich habe zu schnell zu viele Leute eingestellt. Ich habe natürlich sehr, sehr viel Personal hier rumlaufen. Der erste will schon befördert werden, alles klar. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Wir machen natürlich auch kaum Gewinn, ne? Vielleicht habe ich mich verspekuliert, ich weiß es noch nicht. Ich könnte auf jeden Fall jetzt schon mal einen Allgemeinmediziner gebrauchen. Ich habe auch keinen. Haben wir denn irgendeinen, der da noch arbeiten kann von den Ärzten? Nee, ne? Aber wir haben noch eine Ausbildung. Ja, ja, dann müssen wir das halt so machen. Ich weiß doch auch nicht, wie. Hauptsache, es geht weiter hier.